über meine Ataxie reden. Die habt ihr vielleicht auch schon bemerkt. Das ist dieses Zittern in meinen Händen. Ja, hier auch rechts, da sieht man es. Das wird ausgelöst durch die Muskelkrämpfe, also die Spastik. Man kennt es ja vielleicht vom Sport, dass man, sorry, dass man die Hände oder die Beine sich verkrampfen von der Anstrengung, dass sie dann so ein bisschen zittrig werden. Oder wenn man Angst hat. Wenn man Angst hat, verkrampft man sich und zittert. Oder vor Kälte, das kennt man ja. Und das habe ich permanent. Weil meine Spastik sämtliche Muskeln verkrampft und ich daher sehr viel zittere. Und zum Beispiel, wenn ich schreibe, ja. Dann sieht es so aus. Weil einfach meine Hand keine schön geraden Linien zeichnen kann, sondern einfach, ja, es macht halt Kurven und Ecken, wenn sie will und nicht, wenn ich will, weil, und umso mehr ich schreibe, umso unmäßig. Unleslich, ja, unleslicher wird meine Schrift, so jetzt habe ich, weil das einfach sehr anstrengend ist für mich, den Stift zu führen und der Kampf dann immer schlimmer wird. Und daher, und ja, umso mehr ein Muskel verkrampft, umso weniger Kontrolle hat man über ihn. Und dann zittert das halt. Und so ist es in meinen Armen, meinen Füßen und auch teilweise in meinem Kopf, an meiner Nacken, Muskulatur und mein Hals hier. Verkrampft halt auf die Dauer auch und deswegen zittert es halt und wackelt. Und ich bin ja auch sehr verkrampft, weil ich keine Körperspannung habe. Das heißt, wenn ich mich gerade halten will, was bei den meisten Menschen automatisch Körperspannung macht, muss ich ja meine Muskeln anspannen, um die fehlende Körperspannung zu ersetzen. Und da das Anspannen ja auch eine Art Krampf ist, ist es halt sehr anstrengend und führt halt wieder zu diesen Zitteranfällen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, wisst jetzt, was eine Ataxie ist. Und wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, dann abonniert meinen Kanal. Öfter mal rein. Ach, und ich lese die Kommentare sehr oft. Das heißt, wenn ihr Videoideen habt, Erfahrungen, dann könnt ihr auch einfach mal was schreiben. Nämlich, wartet mal, ich schreibe hier auf. Hier sollte ich Musik einfügen.
Ich hoffe, man kann es lesen. Sam Jay and Sam Lulu, das ist mein Instagram-Kanal. Da könnt ihr mir folgen. Da gibt es dann auch immer Hinweise oder Kurzvideos zu meinem Thema. Und dann könnt ihr mir auch gerne über Insta Nachrichten schicken. Und wenn ihr selber eine Behinderung habt, ihr habt Videovorschläge für mich, ihr habt Fragen oder, dann schickt mir doch einfach an dieses Insta-Profil eine Nachricht. Und ja, ich freue mich über jeden, der mir helfen will, meine Videos auf euch abzustimmen. Und ja, bis bald. Wir sehen uns auf YouTube oder Insta. Tschüss.